Hey Leute, ich bin's wieder mit einer neuen Folge TC Reacts, powered by Omen, mit dem Dude, Großmann, Dude. Genau, der Dude. Ja, wir schauen das Gamers Without Borders Finale an, gegen Furia, welches wir auch gewonnen haben damals. Cooler Move. Bleibt cool, ne? Bleibt sehr cool, ja. Er macht meistens alles richtig mit der Arbeit, zählt immer die richtigen Angles. Wartet schön, überholt mich, kriegt Free Frags, warum auch immer er da sich zeigt. Sehr kontrolliert, gefällt mir bis jetzt. Nicht wieder Free Frag leider. Holt er die noch? Das sind seine Runden immer. Das ist echt klatsch. Kann er nicht holen eigentlich, oder? Er wurde gelift. Boah, aber nice try. Aber sehr guter Versuch. Wirklich nice try. Hat mir auch gefallen, sie sind eigentlich ganz cool geblieben, ne? Ja. Haben ziemlich viel, also er hat alles richtig gespielt, einfach seine Mates vorgehen lassen, hält einfach seine Angles und kriegt dadurch Freefakes. Ja, schön. Kann man nicht meckern, vielleicht nicht knifen lassen, oder? Ja, aber das ist ein bisschen low, aber... Passiert. So, jetzt schauen wir mal Casserato, mein Hotelnachbar auf I Am Cologne. War das so? Ja. Cool. Dann habe ich das öfteren gesehen beim Corona-Test. Cooler Typ. Netter Typen für Uriah. Ja, auf jeden Fall. Manager auch mega nett. Ja, ja. So, zwei gute Klicks. Das war's schon. Warte, ich muss nochmal zurückgehen. Jan geboostet, kriegt einen Freefrag. Schönes Farmers Aim. Erste von ihm. Ja, Freefrag würde ich sagen, ne? Oh, ach, den Window hat er auch noch geholt. Ja, okay, nicht schlecht. Ich glaube, wir waren ein bisschen hektisch auf jeden Fall in der Situation. Ja, war ein bisschen zu hektisch. Ich glaube, Jan hätte hier Underground halten müssen, nachdem Nils gestorben ist. Wir hatten, glaube ich, Top mit auch. Ja, er hatte Top mit, er musste nicht noch Top mit zählen, deswegen halt der Underground und stirbt dann nicht, weil ich gehe auch Mitte oben links vor. Wir haben zwei, einen Window, der Mitte oben links zählt und den Kurzspieler, also hat Jan. Sieht auch ein bisschen nach einem Verständnisproblem aus. Ja. Im Bestfall haben wir natürlich auch noch Molotov für Underground, ne? Aber da hat leider keiner Fokus von uns und Casserato hat es super ausgenutzt, muss man sagen. Honda. Schlechtes Auto, guter Spieler. Findest du ein schlechtes Auto? Kein Plan, ich bin absolut nicht gut mit Autos. Und eigentlich ganz gut. Nice. TT, Alter. Schöner Shot. Sehr schön. Nice, noch einer und den hole ich auch noch. Oh, da geht's gut rein, nice. Sehr gutes Aim. Ich erinnere mich, da wurde irgendwas gelabert im Teamspeak. Und ich konnte die Steps nicht mehr hören und dann bin ich gestorben. So ist es manchmal, ne? Ich hasse das. Das ist okay, ich bin auch der Spieler, der immer so komische Geräusche macht, wenn er stirbt. Also es ist zwar ein One-on-Two-Clutch von Honda, aber ich würde sagen, du bist trotzdem der Star der Szene. Ja. Das muss ich einfach mal so sagen. Wir hatten noch eine Eco, ne? Ja. Oder? Eine Eco? Ja, ja, wir hatten Eco. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt nicht sagen können, dass wir irgendwelche großen Fehler gemacht haben. Ich glaube, Jan hat hier einen Fehler gemacht, tatsächlich. Sag mal. Ja, Jan ist hier am Default. Ich töte den ersten. Jan ist am Default. Er darf da auf jeden Fall nicht crouchen. Das haben wir auch in der Analyse durchgegangen. Stimmt, ich erinnere mich an die Szene. Er darf nicht crouchen, weil er jetzt stirbt richtig low, aber er eigentlich nur für mich einen Schuss baiten muss. Ja. Dann ziehe ich rum, töte ihn, wie ich es auch gemacht habe, aber im besten Fall stirbt Jan nicht. Dann ist er jetzt noch im Spot, wenn ich ihn töte und diesen Typen, den letzten, den double picken wir und wir gehen in die Runde. Keine Chance, das stimmt. Jan, gute Klatsch-Posi. Nee, geh doch nach links. Oh, das ist so ein bisschen unglücklich, muss man auch sagen. Ja, ne? Ja, ein bisschen unlucky. Er wird ein bisschen besseren Angle nehmen können. Guck mal, wie Nils das hier holt. Oh, nice. Gutes Timing ausgenutzt. Fetter Headshot. Und hat sich, ja, solide ausgespielt, würde ich sagen. Kann man nicht meckern. Ja, er muss dieses Timing da einfach ausnutzen, um aus dem Fenster rauszukommen. Also, er muss es nicht machen, aber spielt dadurch einen leichteren Clutch, weil einer plantet und der muss den Typen töten, der den Planter decken muss. Schön. Sehr gut. So, das berühmte Magus genau, Double Setup. Jiggeln mit einer Smoke, sparen wir viel Utility. Mit der Cheap Fake, einfach nur eine Con Flash. Gehen wir auf Info. Ja, gut von jetzt. Hätte man vielleicht sogar besseres Spacing haben können, ne? Ja. Der Johannes war noch nicht bereit. Ja, ja, ja. Trotzdem super. Wichtiger Kill. Können wir nicht mehr verlieren, die Runde. Bomb ist down, aber ich schieb nicht.
kein Plan warum. Nice. Bisschen overpeak da, hier und da. Das Game war eh ziemlich wild, glaube ich. War ein bisschen wild auf jeden Fall. Sehr wild, ne? Sehr wild. Ah, er macht hier nur einen vierten. Ja, auf jeden Fall sehr starkes Aim. Einziger Kritikpunkt, wie gesagt, am besten er spielt mit Tapsen zusammen, ne? Vom Timing her. Aber sonst sehr starkes Aim bewiesen. Ja, Matches gegen Furia sind halt immer sehr, sehr wild, egal worum es geht. Besonders bei diesem Charity-Event, muss man sagen. Da stand nicht so viel on the line, deswegen haben Leute nochmal ein bisschen mehr on the edge gespielt. Ja. Aber insgesamt spielt Furia schon einen sehr interessanten Spielstil. Ist anders als gegen andere Teams. Sie spielen sehr schnell, sehr kompakt, sehr viel Executes und da ist immer sehr viel Chaos auf der Map. Da kommt es immer zu sehr crazy Situationen. Vor allem das Game war 16-14 auf der ersten Map, dann zweite Map 19-16 und dann Vertigo 22-20. Und so ein Game gegen Furia, da kommen einige geisteskranke Szenen zustande. Auf jeden Fall. Kessorato, One vs. Two Clutch. John, zwei sicke Kills, kann mit dem dritten nichts machen. TT auch sehr stark. Zwei schöne Kills von King. Mit dem Silencer, ja. Nicht so deine Präferenz, oder? Ich hasse die Waffe. Jetzt haben wir. Kito wechselt immer seine Waffe. Dann haben wir manchmal drei Charlie M4s und dann bekomme ich nie wieder eine 30 Schuss. Oder die Galil. Die Galil. Schau mal, wie der gute Kessorato da ausspielt. Ein Molo noch. 15-14. Alter. Wichtige Runde. Den wir verloren, ja. Mhm. Bestimmt ist eine gute HE von mir. Minus 4. Es reicht für einen Headshot. Ja, ist gut, dass er dich isoliert. Und, ja, boah, er hat probiert. Low? Ja, ich glaube, du hast 50 HP oder so. Ja, ja, ist gut von ihm, dass er natürlich da so probiert, One-on-One zu isolieren, ne? Mhm. Schwer für euch zu traden. Gut gemoved. Overtime. Ja, ich erinnere mich hier an die Comps. Ich wollte, dass Rische mit Pistol einfach vorläuft und das, den sucht, ja, nicht dann das One-on-One hole. Das ist sehr gut immer. Ist immer sehr schwer, wenn AWP nur abampt, ne? Ja, dann, genau. Dann kann dann halt hätte er ein sehr schweres One-on-One gegen einen, der im Default die ganze Zeit moved. Direkt eine Overtime-Szene hier. Schauen wir mal, was passiert. Kito hat ein AWP. SD. Nicht schlecht. Nicht so häufig vor. Aber kann er spielen anscheinend. Ja. Und jetzt auf Movie, ne? Hat er gut gemacht. Geh durch die Smoke, komm. Jetzt. Ja. Bin enttäuscht, okay. Also ich denke, da so früh da war, war es auf jeden Fall okay, CT anzuziehen. Muss er nicht auf die Smoke warten. Rotation wird auch nicht da sein. Er hat noch irgendwie einen am Spot erwartet, obwohl er eigentlich zwei B-Spieler auch getötet hat. Ja, sah ein bisschen so aus. Stimmt. Ungewöhnlich, aber ist okay. Gut gespielt. Jetzt Vertigo. Jetzt die Map. Wir haben eine Eco anscheinend. Außer der Jan, der gute Xantar hat eine AK. Nutzt sie auch direkt. Zwei Kills. Nice. Stark. Ja, die Situation ist ja natürlich immer gut. Sehr gutes Aim, der Junge. Ja. Ist auch ein guter Afterpad für den T, aber er charged ihn hier richtig. Guck mal. Er hätte auch das One-on-One verlieren können, ne? Ja, aber ich glaube, er hatte ein bisschen Angst, dass er vielleicht die Bombe stickt, oder? Mhm, er hätte auch noch Molly. Hätte auch noch usen können hier. Das stimmt. Aber von Gap einfach mal auf die Bombe werfen. Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst auch durch die Smoke so ein bisschen machen. Alles okay. Ist okay. Overtime-Szene. Es ging zwei. So eine Situation liebt er natürlich, ne? Mhm. Das sind die Besten. Wo er noch die Bombe nimmt und damit Knife einfach komplett wegrennt. Da fühle ich mich meistens sogar schon siegessicher, muss ich sagen. Ja. Okay, was denkst du? Wo geht der jetzt hin? Nein, ich hab geskippt. Okay. Ist okay. Er hat natürlich das 1-on-1 gesucht im Con. Sowas verschießt er nicht. Ja, und dann gewinnt er easy das 1-on-1. Aber okay, er legt die Bombe. Muss das 1-on-1 danach suchen auf einer Seite. Findet es natürlich richtig. Yuri wollte die Runde nicht gewinnen. Er charged komplett rein. Obwohl Kessorato eigentlich eine sehr gute Pose hat. Kessorato muss ihn einfach nur ein bisschen spotten. Und dann, wenn er ihn nicht sieht, weiß er, dass er im Default ist oder auf Rische, also auf Con wartet halt. Ja, hast du absolut recht. Nicht so optimal gespielt von Furia. Aber ja. Flo hat es gut ausgenutzt. Ja. Wie schon erwähnt, gegen Furia sind immer sehr spektakuläre Matches. Hier in den Szenen haben wir es auch gesehen, sehr viel Clutches, sehr viel coole individuelle Szenen. Overall war es auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr interessantes und cooles Match für die Zuschauer auch. Im Endeffekt haben wir das Game gewonnen, aber wie immer sehr, sehr knapp. Doppel-Overtime, aber ja, man kann nicht meckern. Ich denke, ein sehr entertainendes Match, oder? Ja, ja, kann ich so unterschreiben. Es war ein geisteskrankes Turnier. Wir haben viele neue Sachen versucht, viel auf individuellen Skill gespielt. Dadurch waren alle Matches absolut geisteskrank. Ab und zu hat mal jemand anders ein bisschen was gecallt. Wir haben ein bisschen out of comfort gespielt.
aber halt auf viel Spaß und viel probieren, viel einfach testen. Genau. Und so haben wir das Turnier gewonnen. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, mein Gast hat sich gut benommen und euch gefallen. Und ja, sagt mir, schreibt in die Kommentare, wen ihr als nächstes haben wollt. Ja, letzte Worte gehören dir. Ja, danke, dass ihr dabei sein durftet in deiner Show auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal vielleicht.